Sehr schön. Was ich noch gerne, also nicht jetzt machen, aber für im Hinterkopf behalten würde, ne? Ja. Schau mal. Wenn, wir haben jetzt hier vier Quellen quasi verbunden, genau, ne? Hier viermal Kupfermin. So, wenn wir jetzt noch eine weitere Kupfermine bekommen, was wir ja haben sollten demnächst für die Produktion von Stahl, ja, würde ich sagen, entweder wir gehen damit eine Etage höher, oder wenn wir merken, dass wir hier wieder genügend Puffer haben, bauen wir hier, weiß ich nicht, vielleicht 10, vielleicht 20 Felder in die Richtung. Ja, kann man auch machen. Und dann bauen wir wieder so eine Zuleitung. Weißt du, dass wir auch nach unten gehen können, ne? Naja, dann bauen wir vielleicht aber nochmal so eine Zuleitung, weißt du? Noch eine extra. So wie ja, extra, extra wieder für neue Eisenerz. Ja, wie geil das aussieht. Ich will das jetzt in Betrieb nehmen. Ja, was, für die Konstruktor hast du jetzt gerade nichts parat, ne? Ne, leider nicht. Was fehlt dir denn dafür? Die gepanzerten Dinger, diese Eisenwaffen. Konstruktor, da fehlt mir alles für. Ich würde sagen, wir machen hier Ende. Wir sind jetzt gerade bei 9 Stunden. Gehen wir allerdings noch wieder zurück an. Ja, lass mal an die Base gehen, oder? Den können wir machen. Können wir uns vielleicht noch mit Grundausrüstung ausstatten? Ja. So, dann nehmen wir ein bisschen mit. So. Ups. Jetzt die Kupferproduktion hier im Stock, ne? Oh, das muss alles optimiert werden, aber das in unserer neuen Fabrik erst. Genau. Oh, Stahl ist, glaube ich, auch komplett voll, oder? Stahl? Stahl haben wir noch nicht. Oh Gott. Unsere Rohproduktion ist komplett voll. Echt? Ja. Komplett. Hier läuft gar nichts. Hier ist doch gut. Ich habe mal zwei rausgenommen. Nehme ich hier mal zwei Platten, Stahlplatten raus. Das Lager für die Eisenplatten, 2 von 4 sind fast voll jetzt. So, ein paar Schrauben haben wir noch fertig. Dann kann ich eine versteckte Eisenplatte demnächst mitnehmen. Wie viele brauchen wir? Kannst du gerade mal durchrechnen, wie viele Platten wir brauchen? Eisenplatten? Für die Konstruktoren. Das war für 8 Stück. Wir brauchen 3 pro Dingen, das heißt, ja, 8 Stück hatten wir gesagt, ne? Ja. 24, das heißt, ich hab schon auf jeden Fall genug. Komm, die hau ich jetzt alle doch durch. Und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kabel brauchen wir noch. Ich hab 57. Ja gut, ich brauche jetzt noch ein paar Kabel, dann habe ich dann ein bisschen was auf der Hand, ne? Ja. Brauchen wir so oder so drüben für die weiß schon, Strom messen. Mhm. Wo wir auch noch nicht ganz wissen, wie wir das System angehen. Irgendwie geht das. So, Kabel. Und 100 Stück soll fürs erste reichen. So, noch irgendwas in Auftrag geben können wir nicht, oder? Bevor wir hier rausmachen. Ich doch, weiß nicht, Turbodraht. Turbodraht, was wird er dafür haben? Turbodraht. Hä? Wir können doch kein Turbodraht da reinpacken. Turbodraht kann man doch nicht finden. Haben. Den kann man doch nur fertigen, oder? Den kann man nur fertigen, ja. So weit ich weiß. Ja, wieso will der jetzt Turbodraht hier drin haben? Guck du mal die Analyse rein. Siehst du's? Kann man das nicht öffnen? Turbodraht kann man craften. Für 4 Turbodraht und wir brauchen 100, ne? Ja, warte. Also für 4 Turbodraht braucht man ein Katerium-Barren.
Also wir brauchen 100 Stück Katerium bauen. Das heißt, ja, das heißt, wir müssen auch Katerium produzieren am Ende. Ist ja egal. Ja gut, Das kriegst du jetzt nicht von Hand gemacht. Also ich krieg man nicht hier, aber... Gut, ich würde sagen, kappt oder nicht? Ja, können wir gerne machen. Dann, Uiuiui, da haben wir es aber was vorgenommen da hinten. Ja, wir sind jetzt gerade bei 9 Stunden, ne? Und ich glaube, bis wir die Grundproduktion da drüben verlagert haben, kommen wir locker auf die 11 bis 12 Stunden. Ja, ich sag mal, eigentlich geht es jetzt erstmal darum, das, was wir hier haben, nach drüben zu verlagern, genau. Weiter zu optimieren und dann zu erweitern. Genau. Und wenn wir das irgendwann haben, sprich, dass wir auch Stahl produzieren können zum Beispiel, dann können wir uns dran geben ans weitere Erforschen, ne? Oh Gott, Alter. Warum haben wir das gemacht? Gut, wir wissen, was wir die nächste Nächte vorhaben, ne? Gut, in der nächsten Aufnahmesession geht's weiter. Ja, danke. du bist nicht so. Okay. Das sieht immer so aus, ne? Speicherst gut. Du? Ja. Okay, dann bis zur nächsten Session. Bis dann, ciao. Sorry, aber... Und damit... Nur aus diesem Grund bin ich jetzt nochmal auf Kraft. Was? Ist ernsthaft? Ich muss tatsächlich kurz helfen. Na gut, dann Ja, du kannst ja schon mal selber anfangen. Also. Ja, dann willkommen zu einer weiteren Aufnahmestation in Satisfactory. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt den Knopf hier schon drücken darf. Ist jetzt gerade wieder weg. Toll. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben die Motoren fertig, die wir für den Meilenstein brauchen. Generell, wir haben ein bisschen geplant da hinten, was wir der, wie wir da weiter mit der, unserer Fabrik halt jetzt weiter fort. Wörter, Reihenfolge, Sätze, komplizierte Sache. Wir haben uns überlegt, wie gehen wir da hinten jetzt weiter vor. In der Zwischenzeit dachten wir uns so, hin und her laufen, bla bla, können wir ja mal hier so ein bisschen was fertigen, solange wir ja nichts bauen. Dann wollten wir gerade mit der Aufnahme beginnen und ja, dann hatte ich erstmal gefühlt 3 Stunden Schluck auf, weswegen ich die Aufnahme nicht machen konnte, weil das ist sonst richtig nervig. Dann war ja Michi noch essen. Essen gibt es ja mehr 2 Stunden, deswegen geht diese heutige Aufnahmesession auch so ungefähr 2 Stunden wieder. Und ja, danach, also währenddessen habe ich dann noch ein paar Motoren gefertigt. Das ist ja ganz easy aus Kohle und Eisen. Können wir dann hier die Stahlbahnen, wo sind sie? Stahlbahnen fertigen. Daraus können wir dann die Stahlrohre machen, daraus kann man dann den Stator machen. Ja, Rotoren haben wir ja schon die letzten Folgen über sämtliche gebastelt. Und aus der Kombi Rotor und Stator kriegst du dann den Motor. Die haben wir da jetzt fertig. Also würde ich einfach mal sagen, Michi, tut mir leid, aber. Und dann meldet sich schon mal ein Schluck auf wieder zurück. Toll! Logistics have improved by the means of a container with increased storage capacity and enhanced conveyor belt efficiency. Jetzt haben wir nur ein Problem. Sie ist unterwegs. Haben wir jetzt irgendwas Neues? Nee, hatten wir ja nicht. Doch. Wir haben einen Lagercontainer. Yay. Sonst irgendwas Neues, oder? Lagercontainer. Scheiße. Wir brauchen Rotor, ne, die Stahlrohre und die verstärkten Stahlteile dafür. Ach, ist doch ätzend. Naja, bauen wir wie gewohnt 2 von denen übereinander und fertig. Ist ja scheiße gelaufen jetzt. Obwohl, ich könnte glaube ich einen machen. Ah, ne, die brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. So, mal gucken. Hurra, ich bin wieder da. Okay, okay, das war alles, was ich für den großen Container machen konnte. Toll. Hat sich ja megamäßig gelockt. Was brauchen wir für den großen? Stahlrohre. Und... Was ist das für ein Material? Industrial Beam. Das macht man wie? Aus Stahlbeam. Oh, warum steht das einfach auf Englisch da? Naja. Ja, das ist irgendwie noch nicht übersetzt, oder nicht? Steelbeam. Wo Stahlbahn, daraus musst du Steelbeam, daraus musst du Stahlrohr und. Daraus musst du dann die Industrial Beams. Das ist mir zu kompliziert. Ja, ich würde sagen, also ich hab den schon abgeschickt, ne, den Kollegen. Ja, abgesehen. Aber. Ja, ich würde sagen, wir machen das mit dem Eisen erstmal fertig, wo. Ja klar. Ja, das Einzige, was jetzt blöd ist,
Wir müssen jetzt die Motoren fertigen. Da wir keine Produktionskette haben, per Hand. Nee, müssen wir auch nicht. Ich würde sagen, wir kümmern uns um unsere Fabrik 2.0 erstmal. Ja, klar. Ich muss mal den Stuhl ein bisschen einstellen bei mir. Ich könnte ein bisschen Lärm machen. Aber, ja, man möchte ja bequem zocken. So. Ja, wenn schon, denn schon. Gut, willst du anfangen? Ich platziere und du schaust, ob das passt. Ja, setz mal direkt. Ja, nee, warte mal, setz mal den Fusionator erstmal, den Splitter erstmal hier hin. Ja, der Splitter ist oder? Hä? Hier. Ich glaube, ich brauche eine Brille. möglicherweise. Ist das so richtig? Nee, weiter vor, also weiter zu dir. Machen noch einen. Ich würde den da setzen. Warte. Ja. So, dann den zweiten schon. Ja. Nordschritt zu dir. Ja. So, okay, lass uns die erstmal alle setzen, oder? Ja, genau. Hier. Nummer 3. Ja. Nummer 4. Eins weiter weg, ja genau. Moment. Könnte, ne? Moment. Ach, wir haben sogar schon eine dritte Lager, Förderwand. Ja, kannst. Noch ein zu dir. Ja. Ja. Und den letzten. Ja. Ja, mit so verbinden. Und dann ein Lagersystem. Juhu. Ich würde sagen, wir sorgen gleich dafür, dass vorübergehend hier Strom hinkommt. Ja, können wir gleich ziehen. Weil dann könnten wir hinten an den MKs die Leitungen trennen, die MKs einmal umdrehen, ne? Ja. Kannst du die Produktion da mal überall einstellen? Also, ja klar. Dann guck ich mal, ob ich... Obwohl, ne, warte, das kann ich eigentlich machen, weil ich kann ja keine Container bauen. Gut, dann mache ich. Wir müssen ja die Lagercontainer Version 1 quasi bauen, ne? Ja. Weil, ja. So, Eisen. Wir machen, was hatten wir gesagt? Ein oder zwei Layer? Zwei. Ja, vielleicht schaust du dann nochmal, wo ich die genau hinsetze. Ich kann das immer nicht ja, so Moment. Ganz. Was machen wir noch den Eisen, den stelle ich noch ein. Ob links Eisen. Oder rechts kann ich selber sagen, aber wie weit nach vorne weiß ich nicht. Noch ein zu dir. Noch ein. Ja. Warte mal, wenn wir schon da sind, dann kann ich ja mal eben. Ich kann es jetzt selber bestimmen, glaube ich. Ja. Okay. Kann es selber bestimmen jetzt. So, was wollen wir hier machen? Hier hinten? Alter, was wir mittlerweile hier alles hinten kommen. Mach bei denen die Stahl. Stahl. Eisenstäbe. Die ersten vier machen die. Stangen, genau. Meine. Stangen. Stangen und Stangen, Platten, Platten, Platten und Platten. So, jetzt, wir können, haben wir den, Strom, Die Strom, ich gucken, dass wir die auch schön geordnet aufbauen, ne? Ja, wir brauchen immer noch Strommastversion 1 leider, ne? Weil für 2 braucht man Stahl. Es ist, müssen wir ist später jetzt eigentlich jetzt nicht so die Welt, ne? Ja, okay. Man braucht. Was braucht man denn dafür? Man braucht Turbodraht dafür, ne? Wo wir den jetzt eigentlich ehrlich gesagt jetzt noch nicht hier brauchen. Nee, ich würde jetzt. Wenig. Also das später alles nochmal ein bisschen umzubauen, damit das alles schneller und besser funktioniert. Das ist, denke ich, jetzt nicht so schwer, ne? Ja. Die Infrastruktur, die muss erstmal hier geplant werden. Das ist eigentlich das A und O. Das heißt, wir können eigentlich Version 1 erstmal verbauen. Ich soll mal gucken, dass ich hier mal die Dinger nochmal zuordne. 2. Ich weiß nicht, warum. Aus irgendeinem Grund setzen sie sich überhaupt irgendwie zurück. Den. Den möchte ich da haben. Und hier noch die 4. So. Hä?
Warte mal. Das soll die 4 sein. Das soll die 5 sein. So, jetzt ist gut. Strommast. Ich guck mal mit den Strom messen. Ja. Ja, hier ist ein bisschen blöd, wenn wir dann da noch. Warte, wie viele Maschinen haben wir pro Lauf? Wir haben 3 Maschinen. Das würde doch passen. Ich würde immer einen hier so irgendwie. Keine Ahnung, hier vielleicht auf dieses Feld setzen. Geht das? Hier auf diese Eckding. Diese Eckplattform hier. Wir haben 3 Maschinen, ja, die angeschlossen werden müssen. Vernetzt schon mal die 3 Stück. Ja, mach ich. Die Hauptleitung legen wir gleich noch mal. Ja. So. Das haben wir. So müssen wir die ja noch alle bis die vorne hinziehen jeweils. Und später tauschen wir die einfach gegen einen 6er-Strang aus und dann haben wir für den weiteren Produktionslauf noch genügend Luft, ne? Ja. Das ist dann eigentlich ziemlich easy. So. So, diesen verbunden. Und jetzt kommt überall noch ein vorderer Mast, ne? Hat sie gesagt. Also was wir noch. Ja, warte mal. Den haben wir. Ich bin gerade dabei, die noch untereinander zu vernetzen. Ja. Genau. Dann haben wir die jetzt alle. Jetzt müssen wir die nur noch am Strom anschließen. Ja, da, ich würde sagen, wir machen erstmal eine. Hier am besten vielleicht. Oder. Was willst du machen? Ja, eine vorübergehende Verbindung zum Festland. Würde ich. Ja, warte mal. Nur vorübergehend. Sprich, später haben wir ja in der Fabrik eine eigene Energiequelle. Ja. Aber im Moment können wir noch nicht autark laufen. Wir haben noch keine Energie hier. Ich weiß gar nicht, ob das über die Entfernung passt. Das müsste aber eigentlich. Ich würde es drüben. Ich hätte den jetzt hier mitgemacht bei den Förderbändern. Ja. Ich halt ein bisschen doof, weil die Wände dann nicht zugehen, ne? Gibt es da eine Wand für? Nee, ne? Für Strom meinst du? Ja, damit man das durch eine. Soweit ich Wand weiß nicht. Und wenn man. Also, wenn du könntest, wenn eins mit Tor, mit einem Tor nehmen, aber das ist ein bisschen gefährlich. Und durch ein Fenster kannst du es nicht ziehen. Also das sind ja Förderbandteile, ne? Ich denke mal nicht, dass man das da ziehen kann. Ein bisschen doof. Ne, dürfte eigentlich nicht gehen. Hier, damit wir das nicht. Hier, ich würde es am Anfang bei dem hier machen. Einfach rüberziehen. Geht warte das? Mal ganz kurz. 1, 2, 3. Ne, warte mal kurz. Ich will es mal gerade testen. 1, 2, 3. Hier, das geht. Ich habe verbunden. 2, 3, so. Siehst du? Ich hab's hier verbunden. Okay? Fürs Erste. Muss nur hinten noch angeschlossen werden an den Stromkreis. Ich geh mal rüber. Jo. Also müssen wir noch die ganze Förderbandanlage jetzt hinten umändern, ne? Ich weiß, das müsste. Ja, ich komme eigentlich schon rüber. Wir brauchen hier nichts mehr zu machen gerade. Ja, okay. Juhu. Du stellst gerade den Strom um? Ja. Und dann bauen wir die Produktionsanlagen ab und. Das war, obwohl, wenn wir die jetzt anschließen, glaube ich, stürzt unser Stromnetz ein, ne? Wir haben gerade noch nicht mal 50%. Ja, aber du weißt, dass wir die Biomasse-Dinge abgeschlossen, abgetrennt haben. Ja, und? Wir verbrauchen aber gerade mal 60 Megawatt von 200 Kapazität. Okay. Durch die 2 Kohlekraftwerke, weißt du? Okay. Wir brauchen keine Biomasse aktuell, immer noch nicht, zum Glück. Also, Energie sollten wir uns später noch angeschlossen. Aber. So, dann Energieauslastung steigt immer noch nicht, hey. Ja, weil die haben keinen Verbrauch drüben. Stimmt. Die sind ja jetzt angeschlossen. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich. Konfiguriert hattest du sie alle, ne? Ja. Das heißt, wir müssten den hier als erstes drehen wahrscheinlich. Ich würde mit dem hier anfangen. Das heißt, drehen, wir können den eigentlich, ich möchte ihn nur gerade ausrichten in einer schönen 180-Grad-Kurve hier ranführen, an den ich unteren. Ich würde sagen, wir reißen nur gerade erstmal alles ab, damit wir ein bisschen Überblick haben. Ja, dann lass uns aber, lass uns mal eben, schalt mal den Bohrer ab. Ich habe keinen Bock, das ganze Rohmaterial gleich aufzusammeln, ne? Ist das eine Pistole?
Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.